Hallöchen und herzlich willkommen zu unserem Abenteuer. Ich würde sagen, wir gehen jetzt schnurstracks in die Höhle. Ich meine, oder ich hoffe, wir kommen auf diesem Weg da auch wieder rein. Ich bin mir gerade etwas unsicher. Kamen wir hier wieder hoch? Ich glaube nicht, ne? Oder können wir hier irgendwie... Kommen hier doch bestimmt hoch. Hallo? Wir sind doch gerade auch, was weiß ich, wie hochgeklettert. Erzähl doch nicht. Ihr wollt doch nur wieder, dass wir außen rumlaufen. So, guck mal. So weit kommen wir schon. Das muss doch klappen. Dann nicht. Dann suchen wir uns halt einen anderen Weg. Ach genau, kann ich das hier auch irgendwo? Verdammt. Ich dachte, das hängt sich eventuell da auch dran. Wollt ihr uns hier nicht runterlassen? Oder hier? Nicht? Ist hier irgendwas zum Festbinden? Also das finde ich dann jetzt schon ein bisschen seltsam. Das sah ja jetzt erstmal so aus, als wenn wir da nicht in die Höhle wieder reinkommen. Oder mussten wir da schon irgendwelche Haken benutzen und ich habe es nicht mitbekommen? Lass mich rauf! Ja, das ist doch zumindest schön, dass wir beruhigende Musik dabei haben. Kann man sich nämlich nicht so schnell aufregen, weil man total relaxed ist. Ich wette mit euch, wir mussten da gerade irgendwo runter und der wollte das aber nicht machen. Da bei der gemalten Burg. Natürlich wäre es schöner, wenn wir an der Stelle in die Höhle reinkommen könnten. Aber man kann ja nicht alles haben. Was sagt denn die Karte? Wir sind da. Wir müssten nur wieder irgendwo dahin. Komm, wir versuchen es nochmal, dass wir außen rum gehen. So. Vor allen Dingen sieht das da ja... Ah! Haken! Jetzt hat sich das also doch geklärt. Bitte nicht wieder runterfallen. Gut. Dann gehen wir einmal auf. I don't know, really. I mean, we gotta find out. What do you think? Whatever it is, they don't want you telling anyone about. I mean, they closed the door when they could have just bashed your head in with a rock or chopped you up with a... Are you serious with this shit right now? A hatchet. God, are you sure you want to go back in there? Yeah. Honestly, I just want to know. I want to know what is worth doing everything that's been done to us. Yeah, me too. And not going to jail would be a nice kicker.
So, wir müssen in den Süden. Ach, warte mal. Die Höhle ist da, also leicht Südwesten. Oh, also, those girls turned up. Looks like you didn't kill them. Nobody did. They took some farmer's tractor for a joyride down in Riverton and, landed in jail. Oh Mann. Die bringen einen echt noch. Dodged a bullet there. Yeah, we've got enough unanswered shit to answer for, I'd say. Waren wir hier schon mal? Wo komme ich hier hin? Was mache ich hier? Kann ich durch die Büsche? Jetzt müssen wir strikt nach Süden. Wir gehen aber nach Westen. Ich hoffe, wir kommen wieder zurück. Ach so. Ups. Ich bin echt so gespannt. Ich hoffe, wir klären das diese Folge, was da in der Höhle ist. Sind wir wieder da? Hallo, Baum? Lass mich rein! Das sieht ja dunkler aus als vorher. Obwohl, jetzt geht's. So, hier ist keiner. Hier ist keiner. Hier versteckt sich auch keiner. Also kann ja gleich keiner so schnell die Tür zumachen. So, und dann schauen wir jetzt mal, ob wir irgendwelche... Ups. Felsen haben, wo wir irgendwas... Ach, hier zum Beispiel. Also ich hänge sehr an meinem Leben. Ich habe eine schlimme Vorahnung. Okay, sie hat sich nicht bewahrheitet. Drei Fotos können wir noch machen. Ich hoffe, du kannst... Nein, du kannst natürlich nicht mit Kamera klettern. Oh. Bitte nicht noch tiefer. Gott, hier haben wir ja tiefsten Winter drin. Der mit seinen kurzen Shorts, ey. Warte mal, hier ist zu. Wir werden da doch nie wieder rausfinden. So, da ist zu. Oh, es geht immer weiter. Ich bin bereit. Ah, shit. Are you... Oh, God. Also, Beweisfoto und so. Stuff gave out. Oh, you poor fucking kid. Ja, aber dann verstehe ich das nicht. Der sollte doch die Haken verstecken, der Ranger. Also, der Ranger... Ah. Gut, jetzt wissen wir zumindest, dass Brian Goodwin nicht mehr lebt, aber... Bin noch auf der Hut.
Zwei Fotos kann ich noch machen. Ich traue dem Braten immer noch nicht. Weil wir wissen ja immer noch nicht. Oder ist der Papa, der Ned? Ich glaube, der hieß Ned. Ist der hier vielleicht noch? Aber das war ja eher so ein Kletterer und nicht so ein Wissenschaftler. Der Kumpel von dem Papa war ja, glaube ich, eher so ein Wissenschaftler. Ich bin bereit. Ach, nee. Ja, aber da muss der Junge ja schon in irgendeiner Art und Weise den Schlüssel gehabt haben. Okay. Es springt mich an. Oh Gott, das ist ja gleich eine ganz andere Situation. Hey, Dee. There you are. I've been worrying my ass off. Hey, you, might want to take a seat. I've been sitting this entire time. I'm almost always sitting. What's wrong? The only thing in the cave was a body. A body? God, what a mess. Delilah. It's Brian Goodwin. Gotta be fucking kidding me. How does that... What? I don't... How? Climbing, I think, or made to look like a climbing accident. Mm-hmm. I don't know, maybe it was Ned. If not him directly, he put enough stupid fucking know-how in his head to get him killed. Son of a bitch. Yeah. I'm sorry. Delilah, I'm so sorry. He'd be alive if I had told someone he was out here. I don't know where he'd be, but I can assure you it would not be rotting at the bottom of that cave. I... There's nothing to say. Hike back. I think we're leaving tomorrow anyway. Tag 79. Und was heißt, wir reisen morgen sowieso ab? Wahrscheinlich. Das hat sich ja noch nicht zu Ende aufgeklärt. Das müssen wir noch herausfinden. Was? Packen wir unsere Sachen? Nun gut. You see that plane? No, I was just busy packing up. Well, there's gonna be a lot more. The service says this thing is 2% contained. Well, is this the Flapjack fire, or the site fire, or...? Well, the two fires merged into one unmitigated disaster. They're renaming it after my lookout. You about packed up? Shouldn't we talk for a sec, you know, about things? About what? We gotta cheese it, Shelley. We still don't know who was listening to us, who was following me around, who made that tape. Yeah. All we have is the body of a dead boy who did nothing wrong. But maybe we can still find these people. Look, I think whoever's out there caused the site fire to cover their tracks, and I'm almost certain that when I get off the helicopter, I'm going to be led into a room and made to listen to a tape of me saying we started it. And we don't know shit. What can I do? Well, there's something for you to do. Holy shit. Holy crap. Yeah. Oh my god. We don't know what it is. It could be nothing.
Yeah, it could also be whoever was listening to us, whoever made the tape. Okay, yeah, look, you should pack up everything you need in case we get the call and you can't come back. All right, look, if something happens... I'll remember you. Oh, well, that's nice. Okay, also, wir werden quasi abgeholt, aber... Hier ist auch noch ein Signal. Bitte nicht schon wieder ein Rucksack oder so. Scheint wieder der gleiche Weg zu sein. Wahrscheinlich dürften wir hier jetzt gerade gar nicht mehr rumrennen. Vielleicht stürzt ja gleich ein Baum auf uns. Geplant. Weil die uns anlocken wollen. Wieso ist denn da ein Müsli-Riegel drin? Oh Gott, ey, ich bin echt gespannt, was wir jetzt noch finden werden. Und ob wir das Ganze überhaupt überleben. Hör ich Musik? What's your status? I think I'm getting close. All right, well, I just got word that they are coming to get us. My place. You sound worried. No, it's just... Brian? I'll coordinate with the evac team and let you know when to head towards the tram. It's north. Far. Past where you found that cut back in May. There's an emergency tram out there that will let you hike to the rendezvous point at my lookout. Das kann alles so gerade gar nicht richtig sein. Okay. Es wird schlimmer. Bitte lass da nur was hängen. Sag mal, die wissen doch garantiert, dass wir das Equipment mitgenommen haben. Was? Henry? Halsband? Someone left a rope for me to climb up. I'm down near the lake. How do you know it's for you? There's a tracking collar tied to it. Someone was leading me here. And there's another tape. Oh my God, Henry. Können wir uns das wenigstens anhören? Yeah, hi, Henry. Hey, you better find this before it burns up. We've been calling.
causing each other a lot of headaches. Now I gotta go stake out a site that's as fit for living as the one you're about to find. You'll get it when you see it. You can't blame me for keeping an eye on you. Not after bumping into you back in May. Down by the cave, for croc's sake. I've been up here for 3 years. I kept it cozy. Winters are harsh as hell, and I ran out of books. But I got that antenna rigged up, and Delilah, she's a record you don't gotta flip. I kinda get why Brian took to her. About a week ago, I stopped worrying about you finding anything out, and that's right when everything went shithouse with you two. You guys don't know anything about having kids. All right, nobody knows nothing. It ain't Andy and Opie walking down a lake to fish every afternoon. It ain't Mayberry. But you gotta know I didn't kill him. All right, we were climbing. I was teaching him. Brian was uneducated in the way to do anything. He just fucking didn't sink his anchor the right way. You know, I thought about going back, having to answer questions and having to get him put in the ground, and I didn't see the point. Don't come looking for me. Sorry about your wife. We found the surveillance operation. Okay, what does that mean? What is it? It was Ned Goodwin. He was the one listening to us, just him. Ned Goodwin? He made the tape? Yeah. He's gone deeper into the Shoshone. He doesn't want anyone to know he's out here. Because he killed Brian. Because he killed his fucking son. You need to get back here. They say the helicopters are making rounds. Okay. Okay, aber vorher haben wir noch was zu erledigen. Wahrscheinlich kommen wir dann nachher eh nicht mehr den Berg runter. Ich weiß nicht, ob es nur ein Ende gibt. I guess he's been dumping trash up here for a while. There's a clothesline